zusammen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt mal wieder eine neue Folge von Skys Briefkasten und ich habe wieder Fanpost bekommen. Wieder vom Flo aka Tyson. Den Kanal von ihm findet ihr unten in der Videoinfo. Und der hat mir ja sozusagen eine Kleinigkeit zu Nikolaus zukommen lassen. Was es ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Davon lasse ich mich jetzt überraschen. Auf jeden Fall erstmal ein riesiges, fettes Dankeschön. Ich war echt platt, als er mir dann bei Sentai World eine PN geschrieben hat. Hier, da ist wieder was auf dem Weg zu dir. Und das fand ich echt wow. Also das sind so Sachen, damit rechnet man irgendwie nicht. Und dann fand ich das echt wow, cool. Und ich denke, es wird irgendwas, vielleicht ein Comic oder sowas sein. Ich bin da ganz unvorbereitet. Ich mache das jetzt mal auf. Ich finde jetzt gerade meine gute Schere nicht, deswegen muss ich jetzt gerade mit dieser kleinen Pimmelschere hantieren. Bin eben an Briefkasten, guck rein und da war es schon drin. So, ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. Ne, das ist alles nur. So. Er hatte mir schon ein Paket geschickt mit diversen Alien- und Predator-Figuren. Das finde ich echt sagenhaft. Also das hat mich echt berührt. Und es ist, oh, cool. Das Pacific Rim Comic zum Film. Sehr, sehr cool. Pacific Rim ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe den damals, ich hatte das Glück, damals war ich noch nicht so wirklich auf den Pressevorführungen. Ich hatte damals das Glück, dass ich Karten gewonnen hatte. Und das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich hatte Karten gewonnen für einen Film, beziehungsweise eine Karte, dachte ich. Bin dann zum Kino hin, bin in weiser Voraussicht irgendwie ein bisschen zu früh da gewesen und stehe dann da am Eingang zum Einlass. Und der Typ sagt, warum ich denn alleine bin und ich hätte ja noch jemanden mitbringen können. Okay, also schnell Fräulein Lux angerufen, die zu dem Zeitpunkt hochschwanger war und die hat es wirklich geschafft innerhalb von, ich weiß nicht, 20 oder 30 Minuten. Es war auf jeden Fall rekordverdächtig. Ich glaube, die arme Frau ist gerannt wie sonst was. Ist dann wirklich quer durch Köln geflitzt, um halt noch rechtzeitig zum Kino zu kommen. Wir sind zusammen in den Film gegangen und das war echt ein unglaublich cooles Erlebnis. Und ja, Pacific Rim ist meiner Meinung nach ein fantastischer Film. Guillermo del Toro ist ein großartiger Regisseur. Ich freue mich schon verdammt auf die Fortsetzung, die angekündigt ist. Aktuell lese ich auch die Tales from the Drift-Reihe, genau. Das ist eine Comic-Reihe, die halt jetzt auch so ein bisschen Vorgeschichte behandelt. Da geht es aktuell um die Piloten von Tested Ronin. Sehr, sehr cooler Comic. Ich habe ihn schon gelesen, aber ich finde ihn einfach granatenstark. Also, beziehungsweise ist halt einfach das komplette Franchise, da sehe ich so viel Potenzial drin. Also, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und, also da freue ich mich sehr drüber, definitiv. Pacific Rim, wie gesagt, absolut großartig. Ich habe jetzt auch noch ein paar Reviews für euch geplant in nächster Zeit Pacific Rim. Unter anderem Crimson Typhoon habe ich hier schon seit Ewigkeiten liegen. Das war ein Geschenk damals von Lockdown. Dann habe ich auf der German Comic Con am Anfang Dezember habe ich mir, wie heißen sie jetzt? Romeo Blue und hier den hier. Hatte ich mir gekauft für 10 Euro das Stück. Also wirklich großartige Preise. Vielen, vielen Dank. Also da habe ich jetzt absolut nicht mit gerechnet. Das freut mich total. Ich glaube, jetzt hat er hier auch mal was zurückschicke. sehr cool. Vielen Dank. Also da bin ich gerade echt ein bisschen sprachlos. Wer Pacific Rim noch nicht gesehen hat, wer auf große, brachiale Monster gegen Riesenroboter, Action steht, der muss ihn eigentlich sehen. Also es ist ein Film, der das Kaiju-Genre so ein bisschen, wie soll ich sagen, massentauglicher macht, im positiven Sinne. Auf jeden Fall nicht so eine. Ich mag die Transformers-Filme, keine Frage, aber so vom Inszenatorischen her hat Pacific Rim vieles besser gemacht als beispielsweise die Transformers-Filme. Da will ich aber jetzt nicht zu viel erzählen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut Pacific Rim an. Ich empfehle ihn euch. Den Comic kann ich euch auch empfehlen. Den fand ich wirklich gut. Ich habe, glaube ich, sogar auf Starblade.de noch eine Kritik dazu stehen. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie unten in der Videoinfo. Könnt ihr gerne mal reinlesen.
Und mal gucken, ob wir irgendwie vielleicht mal demnächst noch was zu den, wie gesagt, Tales of the Rift Comics machen. Die kommen nämlich, glaube ich, auch bei CrossCult raus. Mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaltet habt. Vielen Dank nochmal an Flo, dass du mir das zukommen lassen hast. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Flo mal einen Besuch abstattet auf seinem YouTube-Kanal. Der ist hier unten verlinkt. Da freut er sich bestimmt auch. Ja, ich glaube, ich versinke jetzt nochmal mit dem Comic auf dem Sofa, bevor ich zur Arbeit muss. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum Das nächsten war's auch Mal. schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. starblight.de. Von Nerds für Nerds.